Moin Leute, Trimax hier. Wir spielen heute wieder TFT. Es kam ja ein halb neues Set. Set 7.5 ist aber überraschend viel neu. Und es gibt wieder einen sehr geilen Skin, der wieder garantiert 200 bis 250 Euro kostet. Den holt ihr euch auf keinen Fall. Das ist total dumm, aber der ist wieder eine Animation. Deswegen möchte ich den jetzt gerne kaufen. Ich habe extra Jan Böhmermann auf Twitter gefragt, wegen der Ingame-Micro-Purchases hier jetzt. Wir gehen als erstes rein ins Opening und dann gleich rein ins Game. Ich habe wieder ein bisschen auch Offstream gespielt. Da kommt jetzt ganz viel Scheiße. Kann ich ganz viel auf einmal öffnen? Jadebungo. Es wird jetzt halt, ich werde jetzt für hunderte Euro nur Scheiß öffnen, bis das Ding kommt. Kann er auch früher kommen? Habe ich doch schon gehabt. Wir warten auf Farbe Lila, ist das korrekt? Er kann kommen, aber sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Alles grün. Was ist denn das mit diesem Bungo? Wie oft ziehe ich denn Bungo? Kann man Duplikate ziehen? Er ist Poggels jetzt Bungo. Blau, das ist erstmal blau. Astral-Bungo. Also ich weiß nicht, was mehr abfuckt. Poggels vom letzten Mal oder Bungo vom diesem Mal? Ey, ist das gut? Wow! Das passiert extrem selten. Eigentlich gibst du 250 Euro aus, dann kriegst du ihn. Mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit kriegst du ihn vorher. Scheiße, dass das mir jetzt passiert ist. Ihr macht das trotzdem auf gar keinen Fall zu Hause nach. Ihr kriegt für 200 Euro nur scheiß Bungos. Okay, das hat Zeit und Geld gespart. Chibi Yasuo geht weg. Das war sehr, sehr lucky. Chibi Lee Sin. Chibi Dragon Mancer Lee Sin. Equip. Die langen Ladezeiten verstehe ich nicht. Das Game ist doch wirklich nicht so viel. Generell ist Astral leider nicht so doll. Ja, wenn du mit Astral dann gewinnst, dann ist es umso geiler. Das kann der so machen. Steuerung muss ich drücken, ne? Alter, der kann es regnen lassen. Alter, und der hat einen Drachen. Und der trainiert auch so welchen Dingern. Mit einem Drachen. Alter, wie geht der ab? Der ist ja überall. Was? Das kann sich sehen lassen. Schafft Skana das? Ja. Gebe ich ihnen das auch noch? Ja. Was ist das denn? Was habe ich für einen Tank auf Level 1? Hä? Skana Level 2 mit Dragon Claw und Chain Vest? Ist schlecht, das Item Dragon's Claw. Ich liebe sowas. Das nehme ich. Das werde ich ganz doll haben. Ich werde viele Zweier haben mit Astral. Das habe ich noch nie genommen. Das wird Astral aber nice. Oh, da kommt ein Nidalee. Macht es denn manchmal jetzt schon zu rollen? Damit ich ganz früh 7 hitte? Nee? Okay. Jetzt haben wir nämlich 1, 2, 3, 4. Wir müssen ganz schnell wieder 7 Astralpunkte sammeln. Ah, Astralwaffe ist aus. Oh, da kommt nochmal Skana. Digga, ich hab gleich Skana 3. Was geht ab? Das war schnell. Oh, ich hab sogar den Vorteil. If you have exactly 2 copies of the champion on your board, they both gain 33 Attack Damage, Ability Power, Armor, Magic Resist. Digga, der ist ja gefühlt unbesiegbar, mein Skana. Der verliert ja überhaupt Leben? Kommt die Kugel schon. Eine Nidalee. Das lohnt sich. Zweimal bei XP. Das lohnt sich. Zweimal XP kaufen und Nidalee rein. Zu spät. Jetzt hoffe ich, dass ich trotzdem gewinne. Nidalee rein wegen Augment. Ne, nicht wegen Augment. Wegen 7er Astral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre jetzt 7. 7 ist die nächste Stufe. Was. Astral ist gerade die schlechteste Kombo. Wieso spielt er das? Oh, kann der Skana das schaffen? Komm schon, Skana, gib noch mal alles! Er wird gestunt, fies. Komm schon, du bist der Ultra-Skana! Fick ihn! Ja! Skana! Den mag ich. Fick dich, Kai. Ich bin Erster mit Astral, obwohl Astral Early so kacke ist. Astral ist gerade einer der beschissensten. Let's go! Sunfire auf Skarner. Da kommt die Kugel angeflattert. Zack. Oh, Wahnsinn! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7er Astral.
Ich bin jetzt bei 7 Astralpunkten angelangt. Zu 15% kriege ich nach dem Kampf 2 Gold. Zu 15% kriege ich einen Wladimir und eine Niederlee. Zu 15% einen Skarner und einen Vlad. Zu 10% einen Skarner und eine Niederlee. Zu 15% einen Varus. Zu 15% eine Lux und 2 Gold. Und zu 15% 3 Gold. Jacks kaufen und Level up. Oh, was haben wir? Ich habe gerade alles vorgelesen. Wir haben 3 Gold bekommen. 3 Gold ist die Wahrscheinlichkeit 15%. Ich hätte auch zu 15% nur 2 Gold kriegen können. Sneaker Trade. So, bei XP. Noch ein Bruiser kurzzeitig rein. Dann kriegen die Skarners noch mehr Leben, weil das sind ja echt die Gigatanks. Richtig sick wird es dann auf Level mit 10 Astralpunkten. Da kriege ich schon zu 15% eine Item-Komponente. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Also diese Skarners ist ja der Wahnsinn, ne? Mit Double Trouble Skarner 2-2er, mit den Items, das ist selten. Das ist ein ganz seltener Start. Was kriegen wir? Wir kriegen Wladimir und Nidalee. Schick. Ich habe 2 Vlads, 2 Nidalees, 2 Skarner, alle Double Trouble. Und damit habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 brauche ich. Ein Astral muss reinkommen, dann ist Ende. Digga, wir snowballen. Ich habe noch keine Lux. Wieso habe ich keine Lux? Ich habe gleich Skarner 3 und keine Lux. Das machen wir nicht. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Celestial Blessing finde ich extrem stark. Und da ist Varus. Und da ist noch eine Kugel. Da kommt nochmal Niederlee und Skarner raus. Super. Soll ich so viel XP kaufen, dass ich Varus bringen kann? Das Teil soll ich jetzt nicht kaufen. Zack, wir haben's. Wir haben es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10er-Kombo. Wir kriegen jetzt schon zu 15% ein Item-Component. Zu 30% 5 Gold, das ist höllenviel. Zu 15% Lux, zu 10% ein Varus und 2 Gold. Und zu 30% kriegen wir nach jeder Runde 4 Gold. Wir haben 10 Astralpunkte und Double Trouble mit Celestial Blessing drauf. Wir brauchen noch einen Skarner, der ist ja Level 3. Ich wollte gerade Silas bringen für Mage, aber ich habe noch gar keine Lux. Immer noch nicht. Und jetzt kommt eine gute Kugel. Was haben wir? Waren das 5 Gold etwa? Ich gehe wirklich hoch auf Level 7 und dann rolle ich erst. Ist gefühlt nach der Runde. Bleibt noch 6 für Niederlee, Skarner und Vlad. Hab ich auch mal gehört. Oh, der kämpft. Aber bringt ja nichts. Du musst unbedingt auf Level 6 rollen erstmal. Boah, die Spatula ist natürlich insane. OP, wir hätten einen Mage mehr, aber die bleibt niemals übrig. Wir sind Erster. Du musst deine Winstreak behalten. Ja, dann haben wir den perfekten Tank, ne? Wir haben Dragon's Claw, Sunfire Cape und Varmox. Und gleich Skarner Level 3. Du musst einen Vorteil gegenüber den anderen haben. Da ist Lux. Das ist tanky. Ach, ich muss noch Varus bringen, Lost. Varus für Vladimir, ja. Silas für Wladimir. Ah ja, stimmt. Wir haben verloren. Why? What? Oh, geil, geil, geil. Ein Los, 90 haben wir noch. Aurelion Zoll, holy shit. Oh, wir haben Item-Components bekommen. Zu 15% kriegen wir einen Wärme bekommen. Okay, Aurelion Zoll früh. Wir bringen Varus. Obwohl, ich habe Lux auf 1. Soll ich jetzt schon Aurelion Zoll bringen? Ich kann noch eine Niederlee raustun und einen Skarner raustun. Was ist stärker, mein Ork mit Double Trouble oder Astral 8? Double Trouble oder 8er Astral? 5, 6, 7, 8, 9. Wir sind nur auf 9! Ich muss ein Level hochgehen. Darf ich Varus auch das geben? Ja, logisch, oder? Klar, was mache ich sonst mit dem Recurve Bow? Der kriegt den. Der kriegt noch eine... Hä, wo ist der Bogen hin? Ach, Digga! Wie kann man sich denn so verklicken? Digga, das ist ja das Allerdümmste überhaupt. Varus Double Trouble sau gut. Warum ist Varus Double Trouble so gut? Oh, schaffen wir das? Er ist hochgesteckt.
Der ist gestackt, der junge Mann. Guck ihn dir mal an. Ja, der ist stackt. Stackt ist er. Mhm. Varus Double Trouble ist auch stark. Okay. Ich bin noch Erster. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, ich habe 13. Das ist gut jetzt. Last Whisper auf ihn oder lieber Quacksilver? Auf, was meinst du? Die beiden auf den Varus. Runens auf Varus. Achso, das Ding auf Varus. Runens auf Varus. Runens Hurricane. Okay. Das müsste jetzt geil sein. Oh, das ist schon richtig Gold, was da reinkommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Ich habe 15 Astral! Das heißt, ich kriege zu 25% 8 Gold, zu 25% ein komplettes Full-Item, zu 10% ein Aurelion Sol und zu 25% ein Item-Component und 4 Gold. Jetzt ist over. Ich bin 15. 15. 15 ist fertig. Mit Celestial Blessing und Double Trouble. Oh, ich hab mal Aurelion Sol bekommen. Soll ich auf... Oh, scheiße. Scheiße, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ist Rapid Light Cannon? Das nehme ich. Für Varus? Es ist so... Ich brauche so dringend ein Rageblade. Scheiße, da kommen keine Antworten. Rageblade oder Thief's Glove? Nein! Die Zeit ist um! Was ist es? Das gebe ich der Lux. Maybe auf Level 9. Ich bin ja komplett am Dominieren. Stirb, Alter! Das sind so viele Blitze und Drachen. Geil. Also ein Blitzdrachen hat keiner was gegen. Varus. Was haben wir da? Halt's Maul! Was? Ich habe zweimal hintereinander bei einer Wahrscheinlichkeit von 10% bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den jetzt auf Level 2 habe, lag bei 1%. Den muss ich bringen. Skana runter. Geh Level 9. AP alle 4 Sekunden. Oh mein Gott, das ist ja mächtig. Guck mal, wie die fallen. Guck mal, wie die auseinanderfallen. Diesen Dauerstunt. Alter, wie viel Damage kriegt er, weil alles von mir lebt. Hast ein Item Remover. Geil. Noch ein Varus. Wahnsinn. Was haben wir hier? Oh, noch ein Bogen. So lange gedrückt, bis es kam. Alter, guck mal, wie die Ult zieht. Oh mein Gott! Er hat auch Aurelion Zoll. Aber meiner ist doch besser, oder? Ohohoho! Die Frage erübrigt sich, wenn der Typ von einem scheiß Blitzdrachen stirbt. Wer war das? Ah, das war der scheiß Kai! Der wollte mich contesten, das hat er davon. Boah, wie viel Gold. What, wie viel Gold war das? Ich krieg zu 15% 10 Gold. War das 10 Gold? Ich bin schon wieder auf 50 Gold. Ich war vor 2 Runden, da habe ich auf 8 Gold runtergerollt. Jetzt bin ich wieder hier. Zack, Silas Level hoch. Noch ein Aurelion Zoll, wie dumm. Ich drehe jetzt nur, weil ich es mag. Oder ist hier noch irgendeine Taktik jetzt dahinter? Kennt ihr das, wenn ihr nur so aus Interesse dreht? Oh mein Gott, ich könnte... Bringt das was? Oh mein Gott, da kommt echt noch eine Rageblade, ne? Leck mich. Ich könnte den zweiten Varus raus. Wie viel bringt das hier nochmal? Für Double Trouble Aurelion Sol. Bringt das was, 33 AD und AP? Oder ist das dumm? Lohnt nicht. Für 33 AP. Digga, ich werde von Gold zugeschissen. Guckt euch mal die Items an. Das ist das beste Astral-Game. Gönn mal einen Champ, den ich brauche. Varus 3. Digga, ich hab jeden ausgeschaltet. Die spielen alle so lange, bis sie auf mich treffen. Aber der zweite hat noch 51 Punkte. Der hat auch alles gewonnen. Der gewinnt alles, außer gegen mich. Was kriegen wir hier? Oh mein Gott, noch eine Rod sogar. Ich krieg echt gut Items, ich bin ja da ehrlich.
Das ist der zweite. Oh, aber der hält gut gegen, Digga, sein Jax. Oh, was ist da denn? Eine Atombombe. Oh, nö. Dein Jax macht so diesen, dreht so diesen Stab über sich, macht so Ausweichmodus. Und auf einmal kommt eine Atombombe und ist alles vorbei. Ja, Digga, er hat gut gespielt. Ist auf jeden Fall deutlich zweiter geworden. Remover. Zack. 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 Zwei Aurelion Zoll, einer als Mage, achter Astral mit Double Trouble. Oh, was geht denn hier ab? Oh, das war schlecht. Ich verliere jetzt. Obwohl, Jax ist stark, aber kann er gegen zwei Drachen was machen? Oh mein Gott. Und der Stun. Digga, war das heftig! Habt ihr den Saum gesehen, dass er unsichtbar wurde bei 40% Leben und der Jax rennt weg? Das war das most satisfying TFT-Game von mir bisher aller Zeiten. Ich habe auch viel off-stream gespielt und ich wollte einmal eine geile Astralrunde mit dem Stream abreißen. 45 LP. Doppel Aurelion Zoll Level 2 mit Double Trouble und 8er Astral. Das war eine richtig geile Runde. Jetzt kann man richtig gut pennen gehen.